Herzlich willkommen zum heutigen Technikmagazin. Beginnen wir mit einer kleinen Zeitreise, 6000 vor Christus. Dort schmiedeten die ersten Menschen. Doch wie auch heute noch das Schmieden funktioniert, zeigen wir euch in diesem Beitrag. Es gibt ihn noch, den Schmied, der mit Hilfe von Hammer und Amboss dem glühenden Metall eine neue Form gibt. Peter Bayer steht seit über 20 Jahren hinter dem Ofen, der sogenannten Esse. Mit was betreibt man die überhaupt? Wir haben eine Kohleesse. Wir schüren die mit Steinkohle. Wenn man von unten Luft reinbläst, erreicht man ungefähr Temperaturen von 1500 Grad. Um die Esse zu befeuern, wird ein Ball aus Zeitungspapier angezündet, über den belüfteten Rost gelegt und anschließend mit Steinkohle bedeckt. Der Stahl wird direkt in die glühende Kohle gelegt. Die richtige Temperatur erkennt der geübte Schmied an der Farbe des Metalls. Woher kommen eigentlich die Funken beim Schmieden? Beim Erwärmen vom Eisen verbrennt die äußerste Schicht, es entsteht Zunder und diese ganz dünne Schicht, die kann wegspringen. Zur Grundausstattung des Schmieds gehören verschieden große Hämmer, Meißel, Zangen und ein Abschrot. Dieses keilförmige Werkzeug wird in den Amboss gesteckt und dient zum Trennen des Werkstücks vom Restmaterial. Doch ist das Arbeiten mit glühendem Metall nicht gefährlich? Ich mache es seit 20 Jahren, diese Schmiede, und es ist noch nie was Ernstes passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich brennt. Aber das kommt auch sehr selten vor, weil der Mensch eigentlich automatisch Respekt vorm Feuer hat. Wie das Damastschmieden funktioniert, zeigen wir euch im nächsten Video. Also heute habe ich vor, ein Ringknaufmesser zu machen. Das ist ein Messer ohne Holzgriff, mit Lederwicklung. Und hinten hat man eine eingerollte Schnecke drauf. Und vorne Klinge nach Wahl, kann man machen, wie man will. Aber nicht aus Monostahl, sondern aus einem Damast. Also aus Mehrlagenstahl. In dem Fall aus einem japanischen Kohlenstoffstahl. 72 Lagen machen wir, dass man das Muster schön sehen kann. Wenn ich zum Vergleich mit einem Monostahl arbeite, das heißt nur eine Stahlsorte, ja, wie ein typisches Automesser aus Federstahl zum Beispiel, dann kann ich nicht viel falsch machen, weil es ein Material ist. Aber wenn ich einen Verbundstahl habe, wo es mehrere Schichten sind und es ist ein Teil dabei, der nur minimal schlecht verschweißt ist, dann platzt man das da wieder auf und dann ist die ganze Arbeit zunichte gemacht. Zuerst suchen wir den Stahl raus. Der muss zwei verschiedene Sorten oder drei verschiedene Sorten, kann man auch hernehmen. Kohlenstoffstahl muss dabei sein, Manganstahl muss dabei sein, also Werkzeugstahl. Das heißt, ihr habt den flexiblen, robusten Werkzeugstahl und den empfindlichen, bruchempfindlichen Kohlenstoffstahl, der aber die Schärfe liefert. Die zwei lege ich in Lagen übereinander. In meinem Fall waren es jetzt sechs einzelne Blatterl. A hat drei Schichten gehabt, also habe ich insgesamt 18 Schichten. Den habe ich angefangen, vorher verschweißt, ausgezogen, wieder gefaltet, bis ich auf meine 72 Lagen war. Dann habe ich das Grundpaket an Eisen, aus dem ich das Messer fertige. Dann schmiede es aus, mache die Form, schleife es an, härte das Ganze und dann wird es poliert, abgeschliffen und in die Säure getaucht und erst dann sieht man das Muster. Also wir haben das Messer jetzt gehärtet, das heißt wir haben es bei ca. 800 Grad auf 800 Grad erwärmt, dann ein bisschen auf der Temperatur gehalten, dass es sich ganz entspannen kann und dann haben wir es in Öl, in Härteöl abgeschreckt. Und nur wenn die Säure auf das Messer trifft, wird die Musterung sichtbar. Weil es, wie gesagt, die unterschiedlichen Stellen angreift. Und der eine wird grau, der andere bleibt silber. Und somit sehen wir dann das Muster. Jetzt überall, wo die Punkte sind, habe ich reingebohrt und somit das Muster beeinflusst. In Zeiten der Automatisierung ist es gar nicht mehr so leicht, einen Schlosser zu finden. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie das Flexen funktioniert. Und wie ein Winkelschleifer genau aufgebaut ist. Mein Name ist Wilhelm Barth.
Ich arbeite jetzt seit 40 Jahren im Metallbereich und bin seit 4 Jahren Schlossermeister. Und ja, die Flex, das ist dann ein Werkzeug, wo du dann halt Material trennen kannst oder Oberflächen bearbeiten. So trennen, das ist dann halt mit Trennscheiben eben. Und Oberflächen bearbeiten gibt es halt verschiedene Mittel. Also eine Flex wird in der Regel über Strom angetrieben, gibt aber auch Pressluft und Benzinmotoren. Und da wird dann über ein Winkelgetriebe eben diese Scheibe angetrieben. Also es gab eine Firma, die hat den Markennamen Flex eben, und das waren die ersten, die den Winkelschleifer rausgebracht haben. Und das ist so wie Tempotaschentücher. Also das ist eine Trennscheibe, eben zum Trennen von Material. Das ist eine Schrubbscheibe zur Oberflächenbearbeitung oder zum Anfasen von Materialkanten zum Schweißen oder zum Entgraten. Also die Flex hat eine Drehzahl von bis zu 13.000 Umdrehungen. Das sind ca. 240 Stundenkilometer an der Außenkante. Beim Flexen sollte man darauf achten, dass man gewisse Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Eben. Also Schutzbrille, Gehörschutz wäre nicht schlecht. Fahrradfahren im Winter. Nicht jedermanns Sache. Wie ihr trotzdem sicher unterwegs seid, zeigen wir im nächsten Video. Graue Suppe am Himmel, kalte Temperaturen und schlechte Sicht. Keine schönen Aussichten für Fahrradfahrer und trotzdem sieht man sie überall. Zum Glück gibt es Helden im Winter, die sich rund ums Rad kümmern. Mir ist es einfach ganz wichtig, dass jeder das Fahrrad fährt, was er braucht. Und wir versuchen das einfach umzusetzen. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für den Service, eben dem Kunden auch nahe zu bringen, zu erklären, in welche Richtung, weil wir haben so eine große Bandbreite an Fahrrädern, ja, was dann eben auch am besten für ihn wäre. Aber wie fährt es sich auch im Winter sicher? Neben offensichtlichen Sachen wie ausreichendem Reifendruck und Helm hat der Fachmann noch zusätzliche Tipps. Möglichst Kette immer sauber halten und regelmäßig schmieren. Ansonsten sollte natürlich Schutzblech, feste Lichtanlage möglichst schon vorhanden sein oder das Ganze natürlich nachrüsten. Ansonsten, ja, Pflege ist das A und O, vor allem viel schmieren im Winter, bei schlechtem Wetter. Falls die Instandsetzung doch etwas aufwendiger wird, kann das Fahrrad immer noch zum Experten gebracht werden. Ob Austausch von Bremsbacken, Säuberung verdreckter Komponenten wie der Kettenblätter oder die Montur neuer Bauteile. Speziell Festlichtanlagen werden durch ihre leichte Handhabung immer beliebter. Abschließend werden Schaltung und Bremsen noch eingestellt, bevor das Rad dann vor der Tür testgefahren wird und die abschließende Feinjustierung stattfinden kann. Die Bearbeitung dauert im Regelfall einen Tag und lässt auch ältere Fahrräder wieder im neuen Glanz erscheinen. Vor allem mit entsprechender Beleuchtung. Ciao! Schon mal was von Senkerodieren gehört? Im nächsten Beitrag zeigen wir euch, was dahinter steckt. Senkerodieren ist ein Fertigungsverfahren, bei dem durch Hitzeeinfluss Material abgetragen wird. Es findet Anwendungszweck in dem Formelbau oder in der Lohnfertigung, zum Beispiel um Gesenke oder Prägestempel herzustellen. Also wir beginnen mit dem Aufspannen. Wir nehmen das Werkstück und spannen es auf den Magneten, wenn das Teil magnetisch ist, richten es aus und nehmen den Nullpunkt von dem Werkstück auf, damit die Maschine weiß, wo das Werkstück im Maschinenraum liegt praktisch. Ne? Dann richten wir die Elektroden ein, um den Versatz von der Elektrode auszugleichen und den Nullpunkt von der Elektrode festzulegen, weil die Maschine muss ja wissen, wo sich die Elektrode im Raum befindet. Dann schreiben wir ein Programm, damit die Maschine auch weiß, was sie selbstständig dann abarbeiten soll. Und dann beginnt der Erodierprozess. Also, wenn das Programm gestartet wird, holt die Maschine sich die Elektrode und fährt damit auf die Bearbeitungsposition. Dann fährt der Tank hoch, damit das Werkstück komplett mit Dielektrikum bedeckt ist. Also das ist eine nicht leitende Flüssigkeit, ein ganz dünnes Öl. Dann werden die Stromstufen angeschaltet.
dann nähert sich die Elektrode an das Werkstück an. So nah, bis nur noch ein ganz kleiner Spalt übrig ist. Dann kommt die erste Phase, das ist die Zündphase. In dieser Phase wird Spannung angelegt. In der zweiten Phase findet die Umsetzung statt von elektrischer Energie in Wärmeenergie. Das heißt, jetzt entsteht ein Plasmakanal, der wird bis zu 15.000 Grad heiß und da wird das Material geschmolzen und fängt an zu verdampfen. Danach kommt die Phase 3, da wird die Spannung abgebrochen, der Plasmakanal fällt in sich zusammen und das Material wird herausgelöst. Jetzt hebt die Elektrode ab, damit das abgetragene Material aus dem Bearbeitungsbereich weggeschwemmt wird. Drohnen werden immer beliebter. Damit es in der Luft keine Unfälle gibt, zeigen wir euch im nächsten Video, was für Gesetze es zu beachten gilt. Drohnen sind unbemannte und ferngesteuerte Luftfahrzeuge. Es gibt sie in allen Größen und Formen. Schätzungen haben ergeben, dass in den letzten Jahren jeweils über 1 Million solcher Drohnen in Deutschland verkauft wurden. In Deutschland brauchen Piloten, die Drohnen unter 2 Kilogramm steuern, keinen Führerschein. Thomas Bunyas seine DJI Mavic Pro ist mit unter 1 Kilogramm davon nicht betroffen. Thomas Bunyas kennt die wichtigsten Regeln im Zusammenhang mit zivilen Drohnen in Deutschland. Ich habe mir vor ca. 1,5 Jahren die Drohne für über 1.000 Euro gekauft. Als Hobbypilot ist es wichtig, dass man einige rechtliche Rahmenbedingungen fürs Fliegen einhält. Zum Beispiel, dass die Drohne keine Höhe von 100 Metern überschreiten darf und jederzeit in Sichtweite sein muss. Dadurch soll verhindert werden, dass Piloten ihre Drohne nur über die eingebaute Kamera steuern, ohne sie dabei selbst zu sehen. Zudem ist es verboten, dass man über Menschenmengen fliegt. Des Weiteren sind Privatgrundstücke grundsätzlich verboten. Und da wir die Gefilmten aufnehmen, müssen die Persönlichkeits- und Bildrechte beachtet werden. Vom Hersteller DJI werden sogenannte Flugverbotszonen, beispielsweise an Flughäfen, per GPS-Koordinaten bereits mitgeliefert. In diesen ist ein Flug bzw. Start gar nicht erst möglich. So sollen vor allem Zwischenfälle mit Flugzeugen verhindert werden. Bei allen Menschen lässt im Alter das Gehör nach. Wie man individuell beim Hörgeräteakustiker sich ein neues Hörgerät verschaffen kann, zeigen wir euch im nächsten Video. Wir sind bei Gers Hörakustik in der Nürnberger Theatergasse. Hier hat die Auszubildende Conny Reder jeden Tag direkt mit Kunden zu tun, die besser hören möchten. Wenn Verdacht auf Hörverlust besteht, wird zuerst ein Hörtest gemacht. Also wir prüfen das Gehör mit Sinustönen in verschiedenen Frequenzen, die in verschiedenen Pegeln angegeben werden und bei denen dann der Kunde drückt oder angibt, den Ton gerade eben so zu hören und ermitteln so dann die Hörkurve oder die Hörschwelle. Wenn die Analyse der Kurve zeigt, dass ein Hörgerät gebraucht wird, wird ein Abdruck des Ohrs genommen. Also für eine optimale Versorgung mit einem Hörgerät ist es immer gut, wenn man ein angepasstes Ohrstück hat. Und deswegen machen wir einen Abdruck vom Ohr und schicken den dann ins Labor. Und die erstellen auf der Grundlage von diesem Abdruck dann einen 3D-gefertigten Rohling, einen Abdruck, also ein Ohrstück. Bevor der Abdruck ins Labor geschickt wird, muss er an der Werkbank angepasst werden. Also man kürzt erstens den Zapfen vorne, man macht ja vorne noch eine Tamponade dran, damit das Trommelfell geschützt bleibt. Die wird abgeschnitten und auf die gewünschte Länge, je nach Hörverlust, gekürzt. Die abstehenden Reste der Abformmasse werden abgeschnitten und die Unterseite plan geschnitten. Bis das individuelle Hörgerät da ist, können Kunden ein Gerät mit Standard-Ohrstöpseln mitnehmen und es zu Hause testen. Also der nächste Schritt ist, dass das Hörsystem, das besteht immer aus einem Ohrstück oder einem Dome und dem Hörgerät, zusammengeführt wird und dass dann das Hörgerät am Computer auf den Hörverlust des Kunden eingestellt wird. Die Hochzeit steht vor der Tür und was benötigt man? Einen Ehering. Wie das individuell möglich ist, zeigen wir euch im nächsten Beitrag.
Jede Menge Werkzeuge und Gerätschaften benötigt Goldschmied Volker Wegen aus Nürnberg, um seine einzigartigen Schmuckstücke herzustellen. Wie dieser Prozess beginnt und abläuft, hat uns der Schmuckhersteller gezeigt. Der normale Ablauf ist eben so, dass ich mich dann mit dem Kunden hier an den Tisch setze und im Gespräch halt nebenbei so ein bisschen einen ganz groben Entwurf zeichne. Und wenn man dann an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, das gefällt ihm, dann machen wir meistens noch einmal eine richtige Zeichnung, wo man es auch ein bisschen farblich anlegt. Zurück an seinem Arbeitsplatz stellt Wegener heute einen ähnlichen Anhänger wie auf dem Bild her. Der Anfang ist fast immer gleich. Wir setzen uns halt dann eben hin und machen aus den Materialien, die wir da haben, die Fassung für den Stein. Mit Werkzeugen wie diesen Zieheisen verdünnt Wegener sein Ausgangsmaterial und formt damit dünne Drähte. Und dann zieht man das hier so durch, also es wird manuell umgeformt. Nachdem Wegener seine Ausgangsmaterialien hergestellt hat, geht es an den Zusammenbau. Die Fassung hat er bereits am Vortag gefertigt. Nun muss er einen feinen Draht zurechtbiegen, dass dieser in die Fassung passt und den Stein hält. Präzision und Fingerspitzengefühl sind bei jedem seiner Arbeitsschritte vonnöten. Das ist also schon eine feine Arbeit, die dadurch natürlich auch einfach lange dauert, weil es muss einfach passen. Nach erfolgreichem Einpassen des Drahtes ist der Anhänger fertig. In welchem Bereich Goldschmiede ihren Beruf sehen, lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Der eine ist mehr Künstler, der andere ist mehr Handwerker. Und wenn dieser Begriff des Kunsthandwerks nicht so schlecht vom Image her wäre, dann würde ich mich eigentlich eher als Kunsthandwerker bezeichnen. Egal wie man den Beruf sieht, seine Arbeiten und deren Feinheiten zeugen von jahrelanger Erfahrung. Mal kurz nicht aufgepasst, schon ist das Handy kaputt. Was nun? Selbst reparieren oder die Reparatur geben? Im nächsten zeigen wir euch, was wir machen können. Also ich hatte schon viele Geräte da, die tatsächlich angefangen wurden, es selbst zu reparieren. Und ja, das Ende vom Lied war dann, dass sie bei mir landen auf dem Tisch und dass dann halt noch irgendwas kaputt gegangen ist, was eigentlich ganz war. Im Handy sind feinste Verbindungen, kleine Flexkabel oder so. Das wird halt sehr schnell mal zerrissen oder es wird eine Schraube übersehen und es kann einfach sehr, sehr viel kaputt gehen. Es sind auch sehr kleine Teile und ja, es ist einfach sensibel. Also ich bin die Stella Knaub. Ich wohne in Hersburg und bin hier seit 4 Jahren selbstständig. Ich habe einen Handy- und Computerservice und ja, habe das damals angefangen, um bei meiner Tochter sein zu können und ja, um einfach von zu Hause arbeiten zu können und anderen Leuten zu helfen, wenn ihre Handys kaputt sind. Ja, so hat es bei mir auch angefangen. Ich habe mein Handy fallen lassen und habe es dann auch selbst repariert. Und ja, habe mir dann gedacht, okay, das kann ich eigentlich auch für andere machen. Die Ausbildung dazu hatte ich auch bei der Telekom als IT-Systemelektronikerin. Und ja, von daher hat sich das angeboten. Am meisten habe ich Display-Reparaturen, aber auch viel Akkutausch ist oft dabei. Manchmal geht bei einem Sturz auch die Kamera kaputt. Und ja, da gibt es Modelle, da ist es sehr stark verklebt, beziehungsweise muss man immer von der Rückseite ans Handy gehen. Das heißt, man macht es auch wieder heiß, macht das Backcover ab und wenn das Backcover dann ab ist, fängt man an, die ganzen Schrauben zu lösen. Und dann macht man quasi das Gehäuse ab, was rundherum ist. Und dann wird eigentlich alles komplett ausgebaut und reingebaut, festgeschraubt und zugeklebt. Also der Vorteil, wenn man mir das Handy bringt, ist, dass man es relativ zügig repariert bekommt, also innerhalb von einem Tag. Dass es günstiger ist auch, wenn man zum Beispiel auch die Versandkosten nicht hat. Und ja, man hat einfach jemanden vor Ort. Also wenn mal wieder irgendwas mit dem Handy sein sollte, dann, ja, dann kennt man sich schon, dann kann man da viel schneller auch nochmal reagieren und die Daten gehen nicht verloren. Also es gibt keinen Datenverlust bei einem Displaybruch, Akkutausch und so. Bleibt alles vorhanden. Genau. Ich nehme die Daten des Kundens auf und dann wahrscheinlich noch den Sperrcode. Ja, schreibe mir die Nummer auf, damit ich ihn kontaktieren kann. Und dann gehe ich eigentlich gleich an die Arbeit, mache das Handy auf, schaue nach, was alles defekt ist. Es ist auch oft so, dass ich dann den Kunden anrufe, bevor ich was repariere und ihm erstmal den Preis nenne, weil darum geht es ja dann auch meistens.
Genau, und wenn der Kunde dann mir das Go gibt, repariere ich das Handy und rufe ihn dann eigentlich nur noch an, dass es abnehmen kann. Hi. So, das Handy ist fertig repariert. Oh, super. Wenn die Kunden mich anrufen, dass das Handy kaputt ist, dann mache ich einen Termin aus. Der kann auch mal am nächsten oder übernächsten Tag sein. Aber wenn sie dann mir wirklich das Handy bringen, dann kriegen sie es eigentlich am selben Tag wieder, weil ich ja weiß, wie es ist ohne Handy. Man braucht es einfach, man will es bei sich haben und ja, ist sonst ein bisschen abgeschnitten von der Welt. Einmal mit Profi. Ja, das war's anscheinend mit dem Technikmagazin. Wir bedanken uns und ja, bis zum nächsten Mal.